Herr Hubacher, 1968 erlebten Sie eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Also am 4. April 1968 hatte ich einen Autounfall in Deutschland. Und da wurde ich erst da eingeliefert im Notfall und so und wurde später mit der Rettungswache in die Schweiz geflogen. Und dann habe ich erfahren, dass ich eine Knochenmarknagelung im Spital hätte. Was geschah während dieser Operation? Bei dieser Operation war es so, eigentlich ging ich da trotzdem recht ruhig ran. Man bekam ja auch diese Tabletten vorher, dass man so ein bisschen runterfährt und alles. Das war alles eigentlich okay. Und dann hat man mich vorbereitet und dann hat halt die Narkoseschwester mir mal die erste Narkosespritze gegeben. Dann hat sie gefragt, hören Sie noch etwas? Natürlich höre ich noch etwas. Naja, hat sie wieder ein bisschen mehr reingemacht. Und hören Sie immer noch was? Ja, natürlich höre ich immer noch was. Und das ging so weiter bis zum 5. Mal und ich habe immer noch was gehört. Dann habe ich gesagt, das ist scheißegal, jetzt sage ich mal gar nichts. Und dann hat sie gesagt, es ist gut. Und dann habe ich gesagt, nein, es ist nicht gut. Nur das Problem ist, ich konnte nicht mehr reagieren, weil ich war schon so viel in Narkose, dass ich nicht mehr Gewalt über meine Stimme hatte. Und dann hatten sie mich auf den Operationstisch geschnallt, halt so schräg, wie man das einspannt, um diese Marknagelung durchzuführen. Und das habe ich dann gesagt, ach scheiße, habe ich gedacht, ich kriege alles mit, merken die das nicht? Und dann habe ich, aber ich konnte nicht reagieren, weil ich war einfach schon zu viel in der Narkose. Aber ich habe alles mitgekriegt, alle Stimmen, alles habe ich mitgekriegt. Und dann haben sie mich da, hat mir auch wehgetan teilweise. Und dann hat dann... haben sie angefangen, irgendwie aufzuschneiden. Und da muss ich wohl reagiert haben. Der Operationsarzt dann hat da gesagt, der hat doch viel zu wenig Narkose bekommen, merkt er das nicht? Und dann war es so, dass halt, da wurde wahrscheinlich in dieser Panik ein bisschen zu viel gegeben. Das nächste Bild, wo ich hatte, war wunderschön. Ich hatte plötzlich das Gefühl, es ist alles toll, es tut nichts mehr weh. Die Haare tun nicht weh auf dem Kopf, die Kleider tun nicht weh auf dem Körper, alles, die Fußsohlen tun nicht weh beim Auftreten und alles so. Das sind Schmerzen, wo man normalerweise nicht als Schmerzen empfindet, aber in dem Zustand findet man das alles wunderschön und man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass etwas schief geht. Nur habe ich mich so gesehen, als ob eine Kamera oben in der Ecke ist und es war erstmal so ein bisschen so verschwommen. Und plötzlich habe ich gedacht, scheiße, das bin ja ich. Ich habe mich gesehen auf dem Narkosetisch, auf dem Operationstisch und die haben schon angefangen mit dem Elektromagnet da diese Herz wieder zum Bewegen zu bringen. Und dann habe ich das mitgekriegt. Also ich habe das so gesehen. Und dann habe ich erst gedacht, scheiße, ich habe meinen Eltern ja gar nicht auf Wiedersehen gesagt, ich muss mich da verabschieden und so. Solche Gedanken sind mir da eigentlich gekommen. Ich habe aber mich auch gewundert, wieso ich das überhaupt sehe. Und dann nachher habe ich dann, oder so wahrnehme, und dann war es dann plötzlich ganz, ganz, ganz hell. Wunderschön hell. Fast zu hell. Hat schon Schmerzen gemacht in den Augen. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich stehe da irgendwo, stehen da ganz viele Leute rum. Es war so wie eine gläserne Treppe, wo ich mittendrin stand. In der Mitte war irgendwie abgetrennt durch ein Geländer, aber es war alles schneeweiß und ganz hell. Und dann habe ich gedacht, was soll das? Wo bin ich? Und dann habe ich dann irgendwie, hat jemand neben mir gehabt, eine Figur, und habe ich dann gefragt, sag mal, was soll das hier? Wohin soll ich? Und sagt er, wohin willst du? Und dann sagte er, ja, natürlich daher, wo ich herkomme. Und da hat er gesagt, da muss ich zurückgehen, da wo es dunkel ist. Da ist ja nichts dunkel, habe ich noch, also das war mir so in Erinnerung, es ist ja nichts dunkel, es war ja nur alles hell. Und dann habe ich dann plötzlich, irgendwie habe ich mich umgedreht, bin da gegangen und irgendwo war das wie wenn man durch ein, also ist mir vorgekommen wie eine dicke Röhre, Kanal, irgendwo läuft man da rein. Es wurde immer dunkler, dunkler und dann habe ich irgendwie den
Puls von mir wahrscheinlich gehört, also so ein Bum, 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 Bum. Es wurde immer lauter, 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 immer lauter, lauter. Und dann bin ich dann aus der Narkose aufgewacht. Dazwischen ist die ganze Operation natürlich passiert und ich hatte extrem viel, viel Mühe, diese Operation, also aus dieser Narkose wieder in das normale Leben zurückzuführen. Ich hatte fast, ich würde sagen, 2 Wochen, bis ich da wirklich das normale Wohlbefinden wieder hatte. Als Sie auf dieser gläsernen Treppe standen, haben Sie Personen gesehen oder wie haben Sie diese Personen erkannt? Also erkannt habe ich da niemand. Es waren einfach irgendwelche, ich weiß nicht, es waren irgendwelche Gestalten. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass diese irgendwo ein Ziel hatten. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass diese Leute irgendwas suchten oder irgendwo hin wollten. Sie sind einfach nur da gewesen. Und ich habe mich gefragt, ich passe da nicht dahin, da gehöre ich nicht hin, das ist nicht meine Welt. Und deswegen habe ich ja auch versucht, da irgendwie wieder einen Rückzug zu machen. Und diese gläserne Treppe, wohin führte die? Oder sah, ja, die nirgends, das ist ins Nichts. Also das ist irgendwo ist im Nichts verlaufen und hinten habe ich das Gefühl, da ist es dunkler gewesen. Und ich weiß auch nicht, dass ich runter oder hochgelaufen bin. Ich denke halt, ich bin einfach, ich bin runtergelaufen. Deswegen ging ich auch zurück, weil er hat gesagt, da musst du zurückgehen, diese Person oder diese Figur. Und als sie sich außerhalb des Körpers auf ihren materiellen Körper auf dem Operationstisch schauten, wie genau haben sie da? Das war ja nur eine ganz kleine Zeit. Also das heißt, ich wollte mich ja aus dieser Situation frei machen. Und dann hat sie ja gleich in das andere umgeschlagen. Ich habe einfach gesehen, die kämpfen um mein Leben. Das habe ich so mitgekriegt. Aber das Problem war eigentlich im Nachhinein, weil ich ja im Militär solche Operationen in meiner Militärausbildung solche Operationen live erlebt habe, habe ich natürlich für mich das so gedeutet, als ob ich das einfach nur mir eingebildet oder geträumt habe. Und mit dem habe ich mich eigentlich auch zufrieden gegeben. Und es ist x Jahre danach, ich glaube, das waren gut 15 Jahre danach, bin ich mit einem Freund an einer Party eingeladen gewesen. Und das waren so extrem schräge Leute aus der Szene Zürich. Interessante Leute, liebe Leute, lustige Leute, aber die habe ich kennengelernt eigentlich. Wir haben damals in einer Bar, haben wir da manchmal ausgeholfen und das vor allem am Freitag, Samstag, wo sie zu viele Leute hatten, weil die Barbesitzer kannten wir, haben gesagt, könntest du nicht ein bisschen die Bar machen oder das Buffet machen oder hinten einfach die Hintergrundarbeiten machen. Und dann haben wir gesagt, ja, bevor wir da irgendwo rumhängen, also können wir auch das machen. Und es hat immer Spaß gemacht und deswegen kannte ich auch diese Leute. Und da sind wir eingeladen gewesen und da ist eine ganz komische Person mir aufgefallen, die war auch so gläsern, so undurchsichtig. Ich habe gedacht, ich könnte durch diese Frau hindurchgreifen. Sie war fad, aber doch lebendig. Sie war irgendwie mit dem Leben, man konnte sich normal unterhalten, normal intelligent, alles. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die passt nicht in unsere Gesellschaft. Vor allem passt sie schon gar nicht in diese Kreise, weil das war ja bunt und schrill. Und dann habe ich mich ein bisschen da schlau gemacht, ein bisschen nachgefragt, wer ist denn das? Und dann wurde mir auch der Partner oder der Ehemann von dieser Frau vorgestellt. Und das war eigentlich genau das Gegenteil von ihr. Das war ein bescheidener, so ein Appenzellerbauer, so einfach so ein, wie soll ich sagen, so einfach ein zufriedener Mann. Und habe auch da diese Frau dann irgendwie gefragt, wie kommst du zu diesem Mann? Und ich als Friseur, wo viel Menschenkenntnis habe und mich viel mit diesen Themas beschäftige, das ging für mich einfach überhaupt nicht auf. Und da bin ich neugierig gewesen und dann hat sie, wieso fragst du sowas? Ja, also tut mir leid, aber ihr passt nicht zusammen. Ja, wie meinst du das? Ja, also schau dich an, also tut mir leid, also nach meiner ist es so. Und dann hat sie gelacht und dann gesagt, ja, es wäre so. Sie würde nicht schlafen, sie würde nur meditieren
Und würde ich finde es schade. Und wenn, dann, wenn sie einschläft in der Meditation, vielleicht mal eine halbe Stunde oder so, mehr nicht. Und deswegen hätte sie auch so ein bisschen einen faden Ausdruck. Also das wüsste sie. Und das wäre aber absolut, es wären alle, alles wäre in Ordnung. Also sie wäre kein gesund, es wäre alles okay. Aber das würde man schon ein bisschen sehen. Das wusste sie. Und da habe ich gesagt, ja, wieso machst du denn das? Ja, sie hätte mal so ein Erlebnis gehabt. Praktisch, sie ist scheintot gewesen. Da habe ich, ja, wie scheintot? Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Dann habe ich gelacht. So einen Scheiß habe ich auch schon geträumt. Und dann hat sie gesagt, wieso Scheiß? Und dann habe ich gesagt, ja, genau was du jetzt sagst, sowas Ähnliches habe ich ja auch schon nach meiner Operation geträumt. Und dann hat sie gesagt, dann warst du ja auch so weit. Ja, wie so weit? Ja, dann wärst du auch schon praktisch im Jenseits gewesen oder nahe dabei. Ja, es ist mir doch hingeritzen, also sowas glaube ich ja gar nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, also erzähl mir noch ein bisschen mehr was über das. Und dann habe ich ja auch ihr die Daten von dieser Operation gegeben. Und dann hat sie gesagt, es ist so, dass sie in einem Gremium mit verschiedenen Ärzten halt diese Sachen ein bisschen untersucht und halt Meetings haben und Gespräche haben und so weiter. Sie treffen sich jeden Monat einmal und da war auch dieser Chefarzt, hat sie nachgeprüft von damals, von dieser Operationszeit, von diesem Spital, war auch in diesem Gremium. Das war reiner Zufall. Und dann hat sie gesagt, pass auf, nächste Woche gehe ich dahin. Der kann in die Akten nachsehen. Mir hat ja keiner gesagt, dass wir Probleme hatten bei der Operation. Kein Mensch hat mir was gesagt. Und dann bin ich 2 Wochen später wiedergegangen. Hat sie gesagt, siehst du, genau so war es. Ich habe es gewusst. Er ist gegangen, hat in die Akten geschaut und es war so. Also das heißt, es war kein Traum von mir, es war Wirklichkeit. Okay, dann bin ich da weggegangen, ich war wie betrunken, ich habe gedacht, also nee, kann nicht sein, also jetzt habe ich so lange gelebt und das geht doch gar nicht. Ja, okay, und dann bin ich aber, ich habe das gar nicht richtig ernst genommen, irgendwie. Es sind dann aber ganz viele Erlebnisse auf mich zurückgekommen. Irgendwo habe ich plötzlich, ich habe mich auch ein bisschen durch diese Aussage und diese Tatsache oder angenommene Tatsache, wo ich damals erlebt habe, habe ich mich so ein bisschen stärker gefühlt als ein normaler Mitmensch. Ich habe gesagt, eigentlich weiß ich schon ein bisschen mehr über das Thema. Was hat Ihnen diese Nahtoderfahrung gebracht? Heute denke ich, ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Und das ist eine sehr schöne Sache. Weil wenn ich mich an diese Sache erinnere, dass ich plötzlich keine Haare mehr spürte auf dem Kopf, dass ich die Kleider nicht mehr spürte, dass ich die Aufliegefläche, wo ich liege, nicht mehr spürte. Es war ein Schwebezustand, wo wunderschön ist. Und da hätte eigentlich nur noch so irgendwelche, Anführungszeichen, Engelsmusik dazu gehört. Die habe ich damals natürlich nicht gehört, aber die hätte noch den Abschluss gegeben. Aber das wäre eigentlich das vollkommene Paradies gewesen. Nur habe ich mich nachher natürlich immer gefragt, was wäre nach dieser Glastreppe passiert? Wie wäre die Zukunft von meiner Seele? Ich nehme an, dass das ja dann nur noch meine Seele war. Der Körper war ja gar nicht mehr da. Da war er auf dem Operationstisch. Und da habe ich halt gedacht, wie kann es sein? Und diese Wesen, wo da waren, die waren ja auch irgendwo nicht unbedingt, sie haben zwar menschliche Umrisse gehabt, aber waren halt schneeweiß, wie so Schleier oder irgendwas, so wie Nebel oder so. Und ich denke, die haben irgendwo etwas gesucht. Sie haben vielleicht gesucht, irgendwo wieder irgendwo reinzugehen. Und ich glaube, dieser Mensch, wo mich gefragt hat, wohin willst du, dass der irgendwie etwas gesucht hat, wo er durch mich etwas findet, wo er wieder in ein Leben zurück kann oder in ein anderes Leben, egal was halt.
Also das ist heute meine Idee, wo ich so denke, was hätte passieren können, wenn ich halt nicht zurück, sondern nach vorwärts gegangen wäre. Herr Hubacher, herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.